Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Unser Thema ist heute Sprachbausteine C1. Alle Tipps und alle Bilder von mir findest du kostenlos zum Herunterladen in der Infobox. Noch mehr Videos für das Niveau C1 findest du in meiner Playlist C1 Deutsch. Und außerdem verlose ich heute 2 Exemplare von dem Buch Sprachbausteine C1. Bevor Sie an der Verlosung teilnehmen, lesen Sie bitte in der Infobox die Teilnahmebedingungen dazu. Sie sind es gewohnt, dass meine Videos Niveaus B1 und B2 abdecken. Aber das Leben geht weiter und man darf nie aufgeben. Man muss weiter lernen. Heute möchte ich Ihnen das brandneue Buch Sprachbausteine C1 präsentieren. Das ist leider das einzige Buch, was gezielt auf die Prüfung, auf den Teil Sprachbausteine C1, der Prüfung C1 vorbereitet. Genau, gezielt. Und ich werde heute 2 Bücher davon verlosen und vielleicht Sie gewinnen das Buch. Einfach dranbleiben und am Ende des Videos findet die Verlosung statt. So sieht das Inhaltsverzeichnis von dem Buch aus. Vom Design her ist es ähnlich wie die Bücher für B2, aber in einer anderen Farbe. Und dieses Buch beinhaltet 12 Aufgaben, die von der Aufgabenstellung und von Design und Aussehen her genauso aussehen wie in der echten TELC-Prüfung. Und das macht es so besonders. Im Unterschied zur B2-Prüfung gibt es in einer Prüfung nicht 2 Aufgaben für die Sprachbausteine, sondern eine Aufgabe. Und in jeder Prüfung gibt es hier 4 Varianten, hier Lösungen, zwischen denen Sie entscheiden sollen. Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken. Bei B2 gab es nur 3 Varianten und das war sehr schwer. Aber hier gibt es jetzt 4 und aber ich lerne mit Ihnen und zeige Ihnen gleich, wie Sie das knacken können. Bevor wir mit den Übungen beginnen, gebe ich Ihnen ein paar wichtige Informationen. Der Teil Sprachbausteine C1 ist normalerweise ein Sachtext mit ca. 350 plus minus 50 Wörter. Der Teil Sprachbausteine C1 folgt sofort nach dem Teil Lesen und er prüft Ihre Deutschkenntnisse im Bereichen Grammatik, Rechtschreibung und Wortschatz. Es sind 22 Aufgaben, also 22 Lücken im Text und für jede Lücke gibt es 4 Wörter zum Einsetzen, von denen Sie 1 auswählen müssen. Sie haben ca. 20 Minuten Zeit für den Teil Sprachbausteine und insgesamt bekommen Sie 22 Punkte für alle richtig gelösten Aufgaben. Sie erwarten von mir sicherlich nützliche Tipps, wie man die Sprachbausteine knacken kann. Auf dem Niveau C1 sind Ihre guten Grammatikkenntnisse gefragt, aber auch ein gewisses Sprachgefühl ist sehr wichtig. Trotzdem versuche ich ein paar Tipps zu geben. Mein Tipp Nummer 1. Lesen Sie den ganzen Text durch und versuchen Sie ihn zu verstehen. Vielleicht haben Sie Erfahrungen mit diesem Thema. Nun mein Tipp Nummer 2. Lesen Sie nicht nur die Wörter nach der Lücke, sondern lesen Sie den ganzen Satz. Wenn Sie die Möglichkeiten, die Antwortmöglichkeiten sehen, die hundertprozentig nicht passen, streichen Sie durch, damit Sie nicht mehr ablenken. Nun kommt Tipp Nummer 4. Übung macht den Meister. Das wiederhole ich so oft für meine Schüler. Ja, der kostenlose Test
Mit einer Aufgabe findest du hier in der Videobeschreibung von der Webseite Telk. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel trainieren mit meinen Videos, trainieren mit dem Buch Sprachbausteine C1. Übung macht den Meister. So, ich habe mich für den Text vom Büro ins Homeoffice entschieden. Ich zeige das Ihnen hier. Das ist das Blatt mit dem Text. Hier sehen wir Blatt mit den Lösungen. Schritt Nummer 1, wir lesen komplett den Text. Schritt Nummer 2, wir lesen nur den Satz. So, wir lesen zusammen. Nummer 0 ist immer Beispiel. Und ich komme sofort zu den Beispielen dazu. Hier, jeder, jedes, jedem, jeden. Jeder dritte Arbeitnehmer in Deutschland ist im Jahre 2020 Homeoffice gewechselt. Also hier an der Stelle 0, ich nehme mal den grünen Stift hier, passt jeder, das ist Nominativ, jeder dritte Arbeitnehmer. Im Jahre 2020 Homeoffice gewechselt. Nummer 2. Ins. Homeoffice ist das Homeoffice gewechselt. Wohin? Deswegen ist es richtig hier ins. Die Variante der. Ich kann in meinem Blatt entweder der schreiben oder ins. Was ich möchte. Wichtig ist, dass ich in meinem Antwortbogen, da wo diese Punkte sind, da muss ich auch die richtige Lücke so streichen. Ja, so voll machen für den Scanner. So, weiter lesen wir. Gibt es verschiedene Gründe? Corona-Krise, steigende Büromietpreise, aber auch einen an Immobilien und Grundstücken. Hier sind sogar zwei Lücken. Nummer 2. Deshalb, wofür, für, dafür. Es gibt Gründe dafür. Deswegen ist das die richtige Antwort D. So, hier schreibe ich D oder ich kann auch dafür schreiben, wie ich möchte. Wichtig ist, dass ich auf meinem Antwortbogen die richtige Antwort so hinstreiche. Und so geht es weiter mit den Lösungen. Ich habe Ihnen versprochen, 2 Exemplare von dem Buch Sprachbausteine zu verlosen. Also um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie zuerst die Teilnahmebedingungen von der Verlosung sehr gut durchlesen in der Infobox und dann meine Frage beantworten. Schreiben Sie mir bitte in die Kommentare. Warum ist es wichtig, lebenlang zu lernen? Schreiben Sie mir, ich freue mich auf Ihre Antworten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!